Und ist das Rennen auch schon gestartet. Alle drei in Linie, Pollys Liebling außen, innen Moonlight Man und zwischen beiden galoppiert Rip van Lips. So werden die Positionen jetzt gesucht und Moonlight Man hat sich an der Spitze durchgesetzt. Pollys Liebling galoppiert in zweiter Position, innen daneben Rip van Lips gleich an der Seite von Pollys Liebling. So geht es durch den Riberbogen hindurch und Moonlight Man zeigt den Weg. Das Tempo ist gar nicht so schlecht für ein kleines Feld, meistens gibt es da wenig Tempo. Moonlight Man also schlägt hier einen guten Takt an, dahinter Pollys Liebling in zweiter Position und Rip van Lips lauert am Ende auf seine Chance. Alle drei Pferde aber ganz dicht beieinander. Jetzt ist in etwa der 1400 Meter Startposten erreicht und passiert Moonlight Man unverändert mit der Spitze, dahinter Pollys Liebling und Rip van Lips am Ende des Feldes, bleibt aber ganz, ganz dicht bei den vorderen beiden. Vorne hat sich jetzt Moonlight Man etwas Platz geschaffen mit zwei Längen vor Pollys Liebling und vor Rip van Lips. Die beiden galoppieren Seite an Seite und so wird der Schlussbogen angesteuert und ist in diesem Moment auch schon erreicht. Unverändertes Bild. Das Pferd Moonlight Man ist weiterhin an der Spitze aus dem Stall von Markus Klug, dahinter Pollys Liebling außen, innen daneben Rip van Lips. Keinerlei Veränderungen, als es am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbeiging. Und jetzt nähert sich das Feld bei nach wie vor guter Fahrt, wie ich finde, der Zielgeraden. Da sind dann noch 550 Meter auf dem Programm. Und die Zielgerade ist jetzt erreicht. Vorne ist Moonlight Man mit dem Kommando. Dahinter kommt jetzt Rip van Lips näher und Pollys Liebling muss jetzt abreißen lassen. Er kann nicht mehr mitgehen. Vorne ist Moonlight Man, aber Rip van Lips kommt näher, tut sich ein bisschen schwer. Moonlight Man vorne, aber der ist noch nicht in Sicherheit. Da kann noch was anbrennen. Vorne ist Moonlight Man, der marschiert. Rip van Lips versucht es nochmal. Moonlight Man wird jetzt auch etwas müde vorne. Der Boden zieht natürlich, aber Rip van Lips kommt auch nicht so wirklich näher. 150 Meter hat er noch Zeit. Moonlight Man aber vorne und das sollte reichen. Jetzt kommt Rip van Lips nochmal etwas näher heran, aber jetzt sind es noch 50 Meter und Moonlight Man kommt nach Hause vor Rip van Lips. Ja, und völlig indisponiert erscheint hier zum Schluss Pollys Liebling, weit, weit abgeschlagen am Ende des Feldes. Ja, da sehen wir nochmal die letzten Meter des Rennens in den Farben von Herrn und Frau Dr. Moser, gewinnt also die 1 Moonlight Man. Maxime Pecheur saß im Sattel, es war nicht ganz so überlegen wie im ersten Rennen, aber immer ungefährdet und letzten Endes, ich würde mal sagen, 2,5 Längen überlegen der Sieger.